Hallo, es gibt ein neues Q&A von mir mit Fragen über Hawaii. Wie ihr vielleicht wisst, war ich vor, ich glaube, 2 Jahren oder noch länger auf Hawaii. Ich war 2-mal da und habe dort Workaway gemacht und ich habe immer noch so viele Fragen dazu. Erst recht zum Visum und solchen Geschichten und allgemein zum Reisen auch mit internationaler Krankenversicherung und solchen Sachen. Deshalb habe ich letztens so einen Fragesticker auf Instagram gepostet und da konntet ihr mir Fragen stellen. Das habt ihr fleißig genutzt und ich habe das jetzt ein bisschen zusammengefasst hier in meinem Büchlein und werde das jetzt mal beantworten. Also zu dem Visum. Ich war mit dem ESTA-Visum auf Hawaii. Hawaii gehört ja zu den USA und das ESTA-Visum ist das Touristenvisum für die USA und damit kann man 90 Tage im Land bleiben. Und ja, weil es ein Touristenvisum ist, darf man damit nicht arbeiten. Mit Workaway verdient man allerdings kein Geld, aber es ist so eine Grauzone. Ich würde es auf jeden Fall eher vermeiden, das bei der Einreise zu sagen, dass man ein Work Exchange macht oder Volunteering. Ich habe gesagt, dass ich ja, einfach reise und ja, ich würde mir da an deiner Stelle irgendwas, eine Geschichte zulegen, was du vorhast auf Hawaii für 3 Monate, falls du 3 Monate bleibst. Ja, ich hatte auch einen Nachweis dabei von meinem Kontoauszug, dass ich mir das auch leisten könnte. Und ja, man braucht auch ein Weiterflugticket, das hatte ich auch, beim ersten Mal zurück nach Deutschland. Ich war 2-mal da und beim 2. Mal hatte ich ein Weiterflugticket nach Australien. Da gibt es aber auch solche Seiten, falls ihr noch nicht wisst, wo ihr hin möchtet, wo man sich ein Fake-Ticket sozusagen kaufen kann. Also die könnt ihr einfach mal googeln, vielleicht kann es auch in die Beschreibung packen. Sowas wie Visa Flight Ticket oder irgendwie sowas könnt ihr googeln. Und da findet ihr, das kostet dann $10 oder so und dann kriegt man ein Ticket zugeschickt, aber man muss ja halt gar nicht für den Flug bezahlen, weil man den Flug auch nie nehmen wird. Ja, ich habe ja auch gerade schon gesagt, dass ich 2 mal 3 Monate da war. Das ist gerade ein bisschen laut. ja, ich wäre gerne 6 Monate am Stück geblieben, aber das geht mit dem Visum halt nicht. Deshalb ja, bin ich dann zurück nach Deutschland für ein paar Monate und bin dann nochmal wieder gekommen. Auch noch zum Visum verschiedene Fragen. Einmal Dauer des Antrags. Ich habe das ESTA jetzt echt schon öfters beantragt, weil ich schon öfters in den USA war einfach und es dauert nicht lange. Also ich habe es meistens, glaube ich, am gleichen oder am nächsten Tag oder so bestätigt bekommen. Und dann noch eine Frage, woher weiß ich, welches Visum? Also in jedem Land, wo ich eigentlich bin, habe ich einfach immer das Touristenvisum, weil ich ja als Tourist da bin. Und ja, außer einmal in Australien hatte ich das Working Holiday Visum. Visum. Ja, mit dem man dann da arbeiten darf. Das gibt es zum Beispiel auch für Neuseeland oder Kanada. Ja, könnt ihr euch auch online informieren. Und damit darf man dann ein ganzes Jahr bleiben und darf auch offiziell arbeiten und Geld verdienen. Genau. Also das zum Visum bezüglich Hawaii oder auch anderen Ländern. Und jetzt geht's weiter. Und ein Working Holiday Visum gibt es für die USA zum Beispiel nicht, soweit ich weiß. Es gibt noch dieses B1 Visum, aber das kann ich zum Beispiel nicht mehr beantragen, weil ich das schon einmal, nee, J1 glaube ich, weil ich es schon einmal benutzt habe, weil ich als Austauschschülerin in den USA war. Und damit darf man ein ganzes Jahr im Land bleiben, aber das kann man nicht einfach so beantragen, um zu arbeiten, glaube ich. Aber da müsst ihr euch mal informieren. Also ich bin da auch kein Spezialist mit den ganzen verschiedenen Visa. Ich bin immer über mit dem Touristenvisum und ja, bei USA muss man halt ein bisschen aufpassen. Dann zur Krankenversicherung, welche ich da habe. Ich verlinke euch mal eine von Hanse Menko unten in der Beschreibung, aber könnt ihr auch einfach euch online informieren. Es kommt immer darauf an, wie alt man ist. Dann, wenn man in die USA geht, ist es meist noch ein bisschen teurer. Deshalb kann man auch welche buchen, die USA nicht mit einbegreifen. Und ja, ich buche mir meistens eine für irgendwie 3-4 Monate und dann wieder eine neue, weil ich das jetzt schon mal öfters oder 2-mal hatte, dass ich aufgrund von Covid früher wieder nach Deutschland geflogen bin und dann aber noch meine internationale Krankenversicherung für länger hatte und deshalb, ja, spare ich mir ein bisschen Geld, indem ich es jetzt immer nur für ein paar Monate buche und dann
schaue, ob ich dann überhaupt noch unterwegs bin. Dann wurde ich gefragt, ob man eine internationale Krankenversicherung haben kann, wenn man nicht mehr in Deutschland gemeldet ist. Und das weiß ich nicht, weil ich bin noch in Deutschland gemeldet. Bin bei meinem Papa gemeldet. Und ja, deshalb weiß ich das nicht. Und in Deutschland zahle ich momentan keine Krankenversicherung. Denen habe ich einfach eine Mail geschrieben, dass ich nicht da bin, dass ich auf Reisen bin. Und ja, mir hat eine mal auf Instagram geschrieben, dass eine Freundin von ihr oder so das auch so gemacht hat. Und dann irgendwann die Krankenkasse meinte, sie müsste das jetzt alles zurückzahlen in der Zeit, in der sie nicht gezahlt hat. Also keine Ahnung, aber für mich hat es bisher immer geklappt und die Krankenkasse hat es so angenommen. Ich meine, ich bin ja auch nicht vor Ort und gehe da ja nicht zum Arzt, also sehe ich es auch nicht ein, warum ich jetzt da die Krankenkasse bezahlen sollte. Dann wurde ich gefragt, was man vor einer Reise so machen muss. ja, Visum beantragen. Also manchmal muss man es beantragen, manchmal auch nicht. Manchmal, zum Beispiel für Peru, musste ich jetzt nichts beantragen. Das bekommt man einfach am Flughafen, das Visum. Dann Flugbuchen natürlich oder nicht natürlich, kommt auch an, wohin. Man muss ja nicht unbedingt fliegen. Aber ja, den Transport dorthin. Dann eine Unterkunft für wenn man ankommt. Finde ich immer ganz gut, wenn man da schon mal was hat für die ersten Tage. Und da wurde ich gefragt wegen Impfung. Ich habe mich noch nie speziell für ein Land impfen lassen. Außer für die USA, als ich Austauschschülerin war, weil das Pflicht war. Aber sonst für ein Land habe ich mich noch nie speziell impfen lassen. Und ja, ich bin gegen Covid geimpft, aber das war jetzt auch noch nicht für kein Land vorgeschrieben, dass ich das haben musste. Aber ich dachte, ich mache es schon mal und dann bin ich safe. Dann, was es so für Agenturen für Work and Travel gibt. Es gibt Au Pair World, damit habe ich Au Pair in Australien gemacht, da habe ich meine Gastfamilie gefunden, das ist kostenlos. Dann ja, gibt es das Work and Travel Visum, also mit dem ich auch in Australien war. Und dann habe ich mir, nachdem ich fertig war mit dem Au Pair, habe ich mir einfach so Jobs gesucht vor Ort, mit denen ich einfach zu Restaurants hin bin und gefragt habe, ob die jemanden brauchen. Und ja, momentan benutze ich immer Workaway, wo man ja verschiedene Jobs gegen Kosten und Budget überall auf der Welt findet. Und dann gab es natürlich wieder Fragen zur Finanzierung. Ja, kurz, ich mache viel über Workaway, das heißt, ich wohne meistens umsonst und esse umsonst, schon mal viele Kosten wegnimmt. Dann lebe ich einfach recht sparsam, also jetzt im Peru ich bin jetzt seit 5 Monaten hier und es gab Monate, wo ich nur 200 Euro im Monat ausgegeben habe zum Beispiel. Und dann würde ich in Deutschland viel mehr ausgeben, wenn ich da einen Job hätte. Und ja, einfach nicht viel ausgeben und vorher, bevor ich auf Reisen gehe, Geld sparen, arbeiten. Aber da habe ich auch schon Videos zu gedreht, die kann ich dann auch nochmal verlinken. Aber ja, das waren so die Fragen. Ich hoffe, ich habe es jetzt geklärt, weil echt zu dieser Visumsfrage zu den USA oder Hawaii bekomme ich so oft. Ich hoffe, dass das jetzt geklärt ist für alle Mal und dass da keine Fragen mehr offen sind. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es doch noch eine Frage gibt, dann könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.